Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Video. In gewisser Weise ist es ein Wunschvideo, denn viele von euch haben mir in der letzten Zeit immer mal wieder geschrieben, dass sie gerne mal ein Video zum Thema Narzissmus hätten. Ich habe ja auch neulich mal explizit gefragt, ob das im Moment gewünscht wird, und da hatte ich doch recht viele Zuschriften und habe mich jetzt dazu entschlossen, mal einen Beitrag darüber zu machen. Es wird so sein, wie ich es gestern schon angekündigt habe. Es wird jetzt hier dieses allgemeine Video dazu geben. Ich gehe so ein bisschen in diesem Beitrag jetzt auf das Thema an sich ein. Es ist ja so ein Modewort geworden in den letzten Jahren, vor allem hier auf YouTube, vor allem auch in Verbindung mit Seelenpartnerschaften. Und da möchte ich so ein bisschen auch meine eigene Sichtweise davon kundtun. Und es wird dann auch noch ein sehr spezielles Video geben. Das findet ihr auf Vimeo oder auf meiner Webseite. Ich verlinke euch das hier in der Infobox unter diesem Video. Da könnt ihr euch über das Thema noch eingehender informieren. Da gehe ich dann ein bisschen ins Detail, berichte auch aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Thema in meinem Seelenpartnerprozess, und es wird wirklich so detaillierte Unterscheidungen auch geben. Ja, wann kann ich wirklich sagen, das ist jetzt jemand, da tendiert man schon davon auszugehen, dass er vielleicht tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Wo sind es vielleicht verdeckte narzisstische Züge, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr erkennbar sind? Und das wird dann sehr ins Detail gehen, ja. Aber wie gesagt, wenn dich das jetzt hier interessiert, du sagst, da möchte ich mich näher informieren, dann findest du den Link zu diesem Video hier unter dem Beitrag. Aber jetzt zu diesem Video. Ich habe mir überlegt, mal darauf einzugehen, dass Narzisst, das Wort Narzisst, eigentlich in den letzten Jahren fast ein bisschen als Schimpfwort gilt. Ja? Und das finde ich sehr schade, denn, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, wir alle haben narzisstische Anteile in uns. Narzissmus an sich hat nämlich sehr viel zu tun mit der Liebe für die eigene Person. Und was mir am besten geholfen hat, zu unterscheiden, ist der Narzissmus einer Person noch gesund, ja, oder wird das schon so ein bisschen krankhaft, ist, dass man sich die Frage stellt, empfindet dieser Mensch, oder das kann man natürlich auch für sich selbst mal fragen, empfinde ich für mich wirkliche Liebe, also spreche ich davon Selbstliebe, oder spricht man eher von Selbstverliebtheit? Ja, ich finde diese beiden Begriffe eigentlich sehr schön, um ein bisschen zu unterscheiden. Hat das schon krankhafte Züge, wie sehr ich mich selbst liebe oder in mich selbst verliebt bin? Oder ist es gesund? Denn überall, ja, wenn du auf deinem eigenen spirituellen Entwicklungsweg bist, ja, und dich für Persönlichkeitsentwicklung interessierst, stößt du ja auf den Hinweis, dass es besonders wichtig ist, sich selbst zu lieben. Für mich bedeutet, mich selbst zu lieben, zu akzeptieren, wie ich bin, denn damit fängt Selbstliebe an, ja, mit der Akzeptanz unserer selbst, und zwar gehört da die körperliche Erscheinung dazu, aber auch unsere Charaktereigenschaften, vielleicht auch die Werte, ja, die wir uns im Laufe unseres Lebens erschaffen haben. Es gehört aber auch Selbstfürsorge dazu, ja, sich gut um sich selbst zu kümmern. Wirklich zu gucken, gibt es Situationen in meinem Leben, die mir immer wieder schaden, die mich immer wieder sehr auslauben, mir Kraft rauben, ja, sich dann auch dazu lösen. Es gehört auch
Mitgefühl für sich selbst dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir dann zum Thema Narzissmus kommen, dass ich nicht wütend auf mich bin, wenn ich mal einen vermeintlichen Fehler mache, ja, oder wenn ich eine Entscheidung treffe, die ich hinterher bereue, dass ich mich nicht beschimpfe und klein mache, sondern dass ich wirklich sage, okay, ich nehme mich jetzt mal liebevoll in meine Arme, tröste mich und lerne etwas daraus, ja, beispielsweise. Das ist für mich alles Selbstliebe. Und in meiner Arbeit zum Beispiel hier auf YouTube hat diese Arbeit ja jetzt Priorität, ja, während ich zu meinen Anfängen 2016, 2017 ja sehr, sehr viel im Thema Seelenpartnerschaften unterwegs war, hat sich meine Arbeit jetzt eben mehr auf dieses Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, ja, fokussiert. Deswegen ist es mir ganz besonders wichtig, dass du dich da auch mal fragst, ja, kann ich das für mich selbst empfinden, wenn du dich in den Spiegel schaust? Ja, kann ich sagen, ich liebe mich, ich akzeptiere mich. Wenn du noch nicht sagen kannst, ich liebe mich selbst, dann ist es auch schon sehr positiv, wenn du sagen kannst, ich mag mich, so wie ich bin. Ja, und ich kümmere mich gut um mich. Und ja, ich habe auch Mitgefühl mit mir. Ich bin nicht zu streng mit mir selbst. Ja, das ist auch schon ein super guter Weg da hinein. So, das ist die Selbstliebe für mich. Und jetzt gehen wir mal zu dem anderen Wort, die Selbstverliebtheit. Und da sind wir schon so ein bisschen in Richtung sehr ausgeprägter narzisstischer Züge. Wenn man davon überzeugt ist, dass man etwas ganz Besonderes ist, dass man sozusagen über den anderen steht, dass man auch sehr wenig Mitgefühl mit anderen Menschen hat und auch mit sich selbst. Wenn Fehler passieren, wird die Schuld auf andere geschoben. Ja, das heißt, das, was wir bei der Selbstliebe gerade als Aspekt als sehr wichtig erachtet haben, ja, dass wir auch mit uns milde umgehen können, wenn wir mal einen Fehler machen, das hat jetzt die Person, die eher in Richtung narzisstische Persönlichkeitsstörung tendiert, nicht. Ja, sondern da wird, wenn ein Fehler passiert, die sogenannte Schuldumkehr betrieben. Das heißt, es wird der Fehler grundsätzlich bei anderen gesucht. Ja, also wenn auf der Arbeit irgendwas schief geht, dann ist der Chef oder der Kollege schuld. Oder wenn in der Beziehung man eigentlich ja, wissen müsste, man hat sich falsch verhalten, dann ist grundsätzlich der Partner schuld. Ja, also ganz im Extremfall gibt es tatsächlich Fälle, da geht der Mann fremd und wenn die Frau das rausbekommt, sagt er, ja, bist ja selber schuld. Du hast mich ja in der letzten Zeit mir nicht mehr das Gefühl gegeben, mich besonders attraktiv zu finden. Ja, also das sind dann schon extreme Ausprägungen narzisstischer Züge. Aber wie gesagt, in dem Video, in dem ich hier sehr, sehr detailliert einsteigen werde, erfährst du mehr davon, wenn dich das interessiert. In diesem Beitrag geht es mir vor allem darum, dass wir verstehen, dass jeder Mensch im Prinzip diese narzisstischen Züge in sich trägt und die haben auch zum Teil einen sehr, sehr positiven Effekt. Denn wenn jetzt zum Beispiel jemand von sich überzeugt ist, nehmen wir mal den Lebensbereich Beruf, ja, jemand hat vielleicht sein Studium absolviert mit einem sehr guten Ergebnis, findet einen tollen Job, ist wahnsinnig erfolgreich und findet das auch richtig gut. Ja, also dieser Mensch findet sich in seinem Job richtig gut und weiß, dass ihm da so schnell niemand was vormacht. Ja, und ist mega stolz darauf und verdient vielleicht auch entsprechend, dass er sich einen Lebensstandard leisten kann, wo er sagt, das habe ich mir erarbeitet und mir ist es das wert, jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein tolles Auto zu fahren. Dann ist es in gewisser Weise, ja, auch etwas Positives.
Und deswegen ist dieser Grat unglaublich schmal, zu sagen, dieser Mensch ist ein Narzisst. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass dieses Wort fast schon ein bisschen zum Schimpfwort geworden ist, ja, vor allem hier auf YouTube in den letzten Jahren. Denn da geht es dann auch oftmals darum, wenn beispielsweise in der Liebe, ja, man an einen Menschen gerät, der, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, ja, den du kennenlernst, so der geht mit dir ins Bett, ja, also es kommt relativ schnell zu Sex. Danach zieht sich der Mensch zurück und sagt, du, für mich war das jetzt ein One-Night-Stand, ja, wenn du dich jetzt verliebst, kann ich jetzt auch nichts dafür, dann ist das sofort ein Narzisst. Kann man so pauschal nicht sagen. Sicher hat die Kommunikation über das Ganze dann vorher gefehlt, ja, denn auch ein One-Night-Stand sollte natürlich in beidseitigem Einvernehmen geschehen, sodass gar nicht die Erwartungen geschürt werden, dass da jetzt wirklich die feste Liebesbeziehung daraus wird. Aber ich finde es relativ unfair, wie heutzutage jemand, der sich einfach sehr selbstbezogen verhält, ja, und ich bitte dieses Wort mal euch auf der Zunge zergehen zu lassen, selbstbezogen, das bedeutet nichts anderes als, ich habe Beziehung zu mir selbst und das, was ich entscheide, beziehe ich auf mich, ja, und auf das, was für mich jetzt in dem Moment stimmig ist. Und Selbstbezogenheit wird in unserem Sprachgebrauch immer sofort als egoistisch, egomanisch oder eben im Extremfall narzisstisch bezeichnet. Und so pauschal kann man das einfach nicht sagen. Worauf ich in dem erweiterten Video auch ausführlich eingehen werde, ist die Unterscheidung zu treffen, ist das mein Seelenpartner oder ist das ein Narzisst, ist vollkommen unsinnig, vollkommen. Ja, das eine schließt das andere zunächst mal überhaupt nicht aus. Ja, also ich kann auch mit einem Menschen, der an einer handfesten narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, einer Seelenfamilie angehören und habe mich mit diesem Menschen zu einem Treffen verabredet, jetzt in diesem Leben, und erlebe dann mit ihm oder ihr eine bestimmte Phase des Lebens, die mich vor gewisse Aufgaben stellt. Also kann man gar nicht sagen, ist das mein Seelenpartner oder ist es ein Narzisst? Ja? Und wie gesagt, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir im Prinzip alle narzisstische Persönlichkeitsanteile in uns tragen, relativiert sich diese Frage sowieso von selbst. Denn der Narziss, also daher kommt ja diese ganze Geschichte, war ja ein junger Mann, der eben sehr selbstverliebt war, ja, der hat sich also immer im Wasser betrachtet, wo ihm sein wunderschönes Antlitz gespiegelt wurde und war so selbstverliebt, dass er im Prinzip auch niemand anderes an sich rangelassen hat. Und da sind wir schon ein bisschen mehr auch bei dem Kern eines Menschen mit hohem narzisstischem Anteil. Es ist für diesen Menschen sehr, sehr schwierig und für manche tatsächlich unmöglich, sich wirklich tief auf einen anderen Menschen einzulassen. Und da genau dieser Punkt ja einer der größten Schwierigkeiten in den Seelenverbindungen oft ist, ja, dass einer des Seelenpaares sich gerne einlassen möchte, möchte Beziehung, möchte Nähe, möchte Verbindung und der andere sich aber eben nicht einlassen kann, aus welchen Gründen auch immer, neigt man dann schnell dazu und wie ich finde, viel zu schnell dazu, zu sagen, ja gut, der ist ja ein Narzisst. Ja, ich bin ja da nicht an meinen Seelenpartner geraten, sondern an den totalen Narzissten. Ja, der braucht ärztliche Hilfe, der braucht Therapie. Und so einfach, meine Lieben, kann und sollte man sich's nicht machen. Man darf sich aber auch vor Augen halten, dass Menschen mit hohem narzisstischen Anteil geradewegs wie Magneten, ja, Menschen anziehen, die sehr empathisch sind.
Warum ist das so? Wenn du ein empathischer oder vielleicht sogar ein hochsensibler Mensch bist, ja, der sehr mitfühlend ist, der sehr empfindsam ist, dann kann es sein, dass du sogar häufiger, ja, an Menschen gerätst mit narzisstischen Zügen. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Liebespartner sein, das kann auch eine Arbeitskollegin sein oder jemand im Freundeskreis, weil diese Menschen spüren, ja, dass sie von dir die sogenannte narzisstische Zufuhr erhalten. Je größer der Anteil narzisstischer Anteile in einer Persönlichkeit ist, desto mehr ist dieser Mensch auch auf die, wie gesagt, sogenannte, sind so ein paar feststehende Fachbegriffe, narzisstische Zufuhr angewiesen. Das heißt, auf die Bestätigung im Außen. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt. So selbstbewusst und manchmal sogar arrogant, dominant ein Mensch nach außen auch wirken mag, der einen hohen Anteil an narzisstischen Persönlichkeitsanteilen hat, so gering ist oft das Selbstwertgefühl. Ja? Und da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich mir meines Wertes bewusst. Ich kann aber selbst verliebt sein in eine Maske, die ich trage, wenn ich rausgehe, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, ja, und kann mich aber sehr, sehr minderwertig, auch im wahrsten Sinne des Wortes, fühlen, wenn ich mit mir alleine bin. Deswegen fällt es Menschen, die in Richtung Narzissmus tendieren, sehr schwer, alleine zu sein mit sich selbst. Es fällt diesen Menschen schwer, ohne Ablenkung zu sein, denn sie sind in gewisser Weise auf die Bestätigung anderer angewiesen, entweder auf die Bestätigung anderer Menschen oder auch durch materielle Güter, die sie sich oft anhäufen, ja, also Statussymbole, ja, da geht es darum, wirklich auch nach außen oftmals sogar mehr zu scheinen, als man eigentlich wirklich ist, um dieses fehlende Selbstwertgefühl tief im Inneren zu kompensieren. Wir werden im erweiterten Video noch darüber sprechen, woher kommt das eigentlich, ja. Das heißt, wenn so ein Mensch in deinem Umfeld ist oder wenn du vielleicht sogar mit einem narzisstischen Elternteil aufgewachsen bist, wenn du vielleicht eine Partnerschaft mit so einem Menschen hinter dir hast oder du steckst noch mittendrin, dann passiert oftmals etwas, das wird in der Fachsprache Traumaband oder Traumabonding genannt, da entsteht ein Band zwischen euch, geknüpft letztendlich aus emotionaler Abhängigkeit deinerseits, wenn du dich jetzt eher als der Empath bezeichnen würdest, und gleichzeitig auch die Abhängigkeit von deiner Bestätigung, deiner Zuwendung von Seiten des Menschen, der eher die narzisstische Persönlichkeit ist. Und dieses Traumaband, obwohl der Name sagt schon, es eigentlich eine traumatische Verstrickung ist, ja, die zum einen äußerst schädlich auf Dauer für die Gesundheit ist, ja, also sie raubt einem Kraft und Energie, weil man einfach versucht, davon loszukommen. Man merkt, das, was hier passiert, ist nicht richtig, das tut mir auch nicht gut, aber man schafft es einfach nicht. Und deshalb gibt es in diesen Verbindungen auch ganz oft diese On-Off-Phasen, denn wenn zum Beispiel der Empath es schafft, mal sich aus dieser Verbindung zu lösen,
dann dauert es meist nicht lang und der narzisstische Partner kommt wieder auf dich zu, einfach weil ihm diese Zufuhr von dir fehlt, ja, dieses Genährtwerden von deiner Energie. Und davon rede ich nicht von Liebe, von Zärtlichkeit, von Nähe. Das kann auch der Fall sein, aber es ist vielmehr die Bewunderung oder dieses Gefühl, da ist jemand, der findet mich toll, der möchte mich. Ich bin gewollt. Ja? Und da dürfen wir wieder in die Kindheit des Menschen gucken mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, meistens aus Erlebnissen in der Kindheit entstanden, was natürlich aber nicht entschuldet, ja, was dieser Mensch vielleicht fähig ist zu tun. Aber trotz allem muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass kein Mensch so geboren wird. Ja? Inwiefern jemand dann bereit ist, da hinzuschauen, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Und in vielen Beziehungen, wenn wir mal bei der Liebe bleiben, ist es dann einfach so, dass diese Verbindungen zum Teil sehr, sehr lange, ja, über Jahre, manchmal über Jahrzehnte aufrechterhalten werden. Man das Gefühl hat, man kommt nicht von dem anderen los, aber nicht, weil sich alles so wunderschön anfühlt, sondern weil man in gewisser Weise wie bei einer Suchterkrankung in einer Abhängigkeit steckt, die sehr, sehr schwer nur lösbar ist. Deshalb gibt es auch immer mehr Therapeuten, die speziell darauf ausgerichtet sind, die sich darauf spezialisiert haben, ja, solche Verbindungen zu behandeln, beziehungsweise die Menschen, die da drin stecken und sich gerne lösen möchten. Und da ist es fast immer der Empath, der Hilfe sucht, der sagt, ich will jetzt da raus, ja, denn die Einsicht eines Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also wenn diese wirklich handfest ist, ja, damit meine ich jetzt nicht so ein bisschen, ja, wir haben vorhin gehört, das ist eigentlich in jedem von uns angelegt, sondern ich meine jetzt wirklich ein Störungsbild, ja, wir kommen dann im anderen Video auch dazu, welche Kriterien gibt es da eigentlich überhaupt, ja, um mal herauszufinden, ist jemand einfach nur sehr selbstbezogen oder hat jemand tatsächlich eine eigentlich behandlungsbedürftige narzisstische Persönlichkeitsstörung. Bei dieser Person ist die Chance, dass jemand wirklich sagt, okay, ich sehe ein, ich brauche Hilfe, ich möchte mich verändern, es gibt da etwas in mir, das gefällt mir selber nicht, ja, ich merke auch, dass ich in meinen Beziehungen damit nicht klarkomme. Diese Bereitschaft ist sehr, sehr, sehr gering. Oftmals passiert es dann, also jemand wird bereit, sich Hilfe zu suchen, wenn etwas sehr Außergewöhnliches im Leben passiert. Also das sind dann oft Dinge wie eine schlimme Krankheit wird diagnostiziert, ein Jobverlust, ja, Verlust von Finanzen oder eben eine Trennung, eine Scheidung, Partner geht, ja, oder die Partnerin schafft es, diese Beziehung zu verlassen, dann gibt es schon oftmals auch den Fall, dass jemand sagt, okay, jetzt weiß ich, so kann ich nicht weitermachen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass eher der andere Part einer Verbindung, also der in dem Fall empathische, dann Unterstützung und Hilfe sucht. Aber was mir jetzt wichtig war in diesem Video, einfach dich ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass nicht jeder Mensch, der sich vielleicht mal egoistisch verhält, der sich mal in den Vordergrund schiebt, der sehr stolz ist auf das, was er vielleicht tut oder hat, gleich ein Narzisst ist. Denn ich denke, man muss in diese Thematik wirklich tiefer eintauchen, um auch beurteilen zu können, mit wem habe ich es da zu tun. Ja, sicherlich ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man als empathischer Mensch erkennt, dieser Mensch in meinem Leben ist tatsächlich mit einer narzisstischen Persönlichkeit behaftet, ja, weil diese Klarheit darüber auch dann
Möglichkeiten eröffnet, sich aus diesem Traumaband zu lösen. Denn es gibt nichts Schlimmeres und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche, wenn man sehr, sehr, sehr lange in einer solchen Verbindung bleibt, sich auch immer wieder letztlich schlecht behandeln lässt, auch noch die Schuld dann immer bei sich sucht, ja, weil das eben der andere dann sehr gut versteht, einem selbst die Schuld zu geben. Diese Schuldumkehr ist eines der deutlichsten Merkmale und vor allem in den Liebesbeziehungen ein ganz häufig vorkommendes Phänomen, ja, dass du dich am Schluss selber fragst, vielleicht habe ich es ja jetzt verbockt, vielleicht stimmt es ja, ich bin ja schuld. Und das war bei mir und Micha zum Beispiel sehr oft der Fall in der Zeit, in der wir nicht zusammen waren, ja, diese ganzen Jahre. Und darüber möchte ich auch ein bisschen erzählen im Video, im weiterführenden Video, weil ich glaube, dass sich da einige von euch wiedererkennen werden. Und mit einer Vogelperspektive, also mit dem Blick von oben auf das Ganze, ist es dann doch noch leichter, vielleicht bestimmte Zusammenhänge besser zu erkennen und dann auch, falls du noch drin steckst in solchen Beziehungen, die Handbremse zu ziehen und zu sagen, okay, ich werde jetzt mal wieder realistisch. Ja, das, was ich hier mich auch manipulieren lasse, führt dazu, dass ich Dinge vielleicht vollkommen falsch mittlerweile wahrnehme, weil mir die reale, wirkliche Sicht genommen wurde. Das ist ja vielleicht jetzt noch zum Schluss die Manipulation, und zwar die sehr, sehr geschickte Manipulation eines Menschen mit narzisstischen Zügen, passiert ja so subtil, dass du es gar nicht merkst. Ja, das sind winzige Bemerkungen, wo du plötzlich ganz anders über eine Situation denkst, weil du so manipuliert wurdest, dass es dir gar nicht bewusst war. Und wir werden im Video auch unterscheiden zwischen den offensichtlichen Narzissten und den verdeckten Narzissten, denn gerade der verdeckte Narzissmus ist auf den ersten Blick auch sehr, sehr schwer zu erkennen, und da lohnt es sich, einfach mal genauer hinzuschauen. Ja, meine Lieben, ich habe mich ausführlich beschäftigt jetzt nochmal und auch vorbereitet die letzten Tage auf dieses Video, denn ich möchte euch natürlich da auch so viel wie möglich sachkundige Informationen über das Thema bieten. Ein bisschen fließt natürlich immer auch von der eigenen Geschichte mit ein, denn das macht es auch transparenter und anschaulicher. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, wenn du das wertschätzt und sagst, okay, ich schaue mir gerne das ausführliche Video dazu an, wenn dich das Thema interessiert. Und dann freue ich mich natürlich und weiß das sehr zu schätzen, dass dir das auch einen kleinen Ausgleich wert ist. Du findest das Video auf meiner Webseite oder bei Vimeo. Oder wenn du weder auf der Webseite noch bei Vimeo registriert bist, dann schreib mir gerne eine E-Mail, dann schicke ich dir das Video gegen den Ausgleich auch gerne per E-Mail zu. Alle Infos dazu und die Links findest du hier in der Infobox unter diesem Video. Einfach den kleinen grauen Pfeil rechts unterm Bild anklicken, dann öffnet sich unten die Infobox und da findest du dann die direkten Links. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ob euch dieses Video jetzt schon mal ein bisschen Klarsicht gebracht hat, freue ich mich sehr. Und morgen komme ich dann zurück, bin ich wieder für euch da mit einem Reading für das anstehende Wochenende. Denn der Neumond nächste Woche im Zeichen des Löwen wird sich am Wochenende so ein bisschen einschleichen ins Kollektiv. Und da schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja, dann von Herzen danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Eure Uli. Tschüss.